Hallo, hier ist Pyrazol von androidhilfe.de und hier haben wir das neue HTC Wildfire, gerade heute vorgestellt, ihr neues Social Messaging Phone. Hier ist das Gerät, 3,2 Zoll QVGA Display, 3,5 mm Headset-Anschluss, Kamera, wie groß? 5 Megapixel Kamera mit LED-Flash, ein optischer Trackball, den man auch schon vom Desire und vom Legend kennt, berührungsempfindliche Buttons, hier Home, Menü, Back und Search. Hier sieht man das Friendstream-Widget. Neu bei diesem Gerät ist auch das App-Sharing. Da kann man über die ganzen Social Networks den Freunden bestimmte Apps zeigen. So, hier sieht man das App-Sharing. Kann man bestimmte Apps auswählen, die man dann über bestimmte Social Networks seinen Freunden zeigen kann. Hier zum Beispiel den Barcode-Scanner. Hier gibt es jetzt Share via Friendstream, Gmail, SMS, Peep, das ist der Twitter-Client von HTC. Hier nochmal Twitter. Wie man sieht, ist das Design angelehnt an das Nexus One und das Desire. Micro-USB-Anschluss an der Seite und eine Lautstärke-Wippe. Ja. 1300 mAh Akku, soll für lange Laufzeit sorgen. Android 2.1 ist vorinstalliert, also die neueste Version. Es ist natürlich die übliche Ausstattung mit dabei, Android Market und Kamera und so weiter. Und das Gerät unterstützt auch, wie das Legend und das Desire, Multitouch. Wie man hier sieht, auf dem Homescreen mit Leap oder dem Helicopter View. Hier auf der DFB-Webseite funktioniert Multitouch natürlich auch. Tatsächlich einigermaßen flüssig. Hier sieht man auch die schöne Galerie. Und sehr schön durchscrollen und auch hier funktioniert Multitouch. Wie man hier sieht. Verfügbarkeit wird mit ungefähr Juni abgegeben und es wird ein Kampfpreis sein, nämlich unter 300 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Mehr zum HTC Wildfire erfahrt ihr natürlich wie immer auf androidhilfe.de.